Und damit herzlich willkommen zu The Mortuary Assistant und herzlich willkommen zurück zum Spooktober Special. The Mortuary Assistant habe ich bereits letztes Jahr einmal gespielt. Die Leute, die vielleicht schon dabei waren, die wissen das schon. Und ja, ich habe allerdings nur einen Tag das gespielt und bin halt so weit gekommen, wie ich gekommen bin. Und jetzt dachte ich, machen wir doch eine Let's Play-Serie raus. Das heißt, jeden Samstag werden wir jetzt The Mortuary Assistant spielen. Und gucken, was wir für Enden bekommen. Beginnen wir doch mal die New Shift. Ich weiß auch nicht mehr wirklich viel über das Spiel, obwohl ich das schon gespielt habe. Ich weiß nur noch so ungefähr grob, worum es geht, aber nicht mehr wirklich, wie es geht. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma... Even I've heard things about that place. Just be worried people about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. Foreshadowing. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Ja. Ja, wir werden ein Leichenbestatter. Und werden uns um die Leichen kümmern in dieser Anstalt. Also, dass sie schön einbalsamiert werden und fertig sind, um dann begraben zu werden. Hey, ich will Kaffee. Dieses Spiel noch nie mit Controller gespielt. Die Steuerung ist schrecklich. Machen wir erstmal eine Mess hier aus dem ganzen Place. Was haben wir hier? Streichhölzer. Warum ist das so intensiv? Sekunde mal kurz. Okay, am Controller ändert das irgendwie gar nichts. Nee, beim Controller haben wir irgendwie gar keine Option. Gut, lassen wir den Controller sein. Rebecca. One last thing I forgot to give to you. Please grab a pencil from my desk and sign. Thanks, Zoe. P.S. Good luck. Okay, hier haben wir schon den Pencil. Used to sign the paperwork left on the door. Okay, ja. Pencil. I can't use that here. Wieso nicht? Wir wollen das hier unterschreiben. Hey, wieso kann ich es nicht unterschreiben? Ist hier irgendwas in den Schubladen? Kann ich irgendwas klauen? Nein. Ist hier irgendwas in den Schubladen? Nein. Okay. Soll ich das nicht unterschreiben?
I can't use that here. Anscheinend nicht. Das hier unterschreiben. Ah, okay. Sie haben eine Leiche bereits für mich vorbereitet. Ist Rebecca, ja nett. Great, perfect. Oh, da ist jemand. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Okay. Kriegen wir hin. Muss ich ihm so ins Gesicht gucken die ganze Zeit dabei? Das ist creepy. Ja, das kriege ich auch alles ohne Tutorial hin. Hör auf. Das Ding hier. Raus. Und dann schieb ihn da rein. Zack. Hier zu. Nein, das. So sollte das nicht aussehen. Na, naja, egal. Ist schon das erste spooky Zeug, würde ich mal sagen. Sieht nicht normal aus und jetzt. Ich kann es auch nicht mehr aufmachen. Es bleibt jetzt einfach so, okay. So. Dann schieben wir sie hier raus. Zack. Und du bist jetzt unser nächster Kandidat hier. Herzlich willkommen. All right. Zum Special. We're just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Okay. Ja, wir müssen jetzt den Körper untersuchen und nach Marks scannen, sozusagen. Das was. Geht man am besten. Okay. Geht man am besten von unten nach oben, von links nach rechts durch. Achso, das Fenster ist zugegangen. Ich dachte schon, ich bin dagegen gebunkt. Jetzt bleibt mal offen. Da zu was. Links. Rechts ist nix, okay. Hier sehen wir noch was. Zack, zack. Am Arm. Ist auch was. Ist eigentlich am Rücken. Da ist nichts. Okay. Und hier ist noch eine Sache. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, okay, we'll get started. What was that? Was? I didn't say anything. You all right? Irgendwer hat aber was gesagt. Yeah, I'm fine. Sorry. Record system. So, entry, name, Dorothy Page, age, 87, head, da war ein Bowl, left leg, da haben wir was. Right arm. Ich weiß nicht, warum ich das in so komischer Reihenfolge mache, aber wir machen es einfach mal. Left arm. Right shoulder. Boah, die hat fast überall was, ey. Okay, submit. Tada! Vielen Dank. Embalming Report. Den müssen wir hier schön ablegen. Time to embalm. Zack. Damit auch alles schön dokumentiert ist. Everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Okay, wire jaw shut with needle injector. Geh mal davon aus, das ist das Ding hier, oder? Yes. Kannst du es mitnehmen? Nein? Ich? Willst du den nicht mitnehmen? Okay. Merkwürdig, wir nehmen einfach mal alles mit. I can't hold anything else. Oder auch nicht.
Ja gut, kleinere Sachen kannst du mitnehmen. I can't hold anything else. Nur die größeren nicht. Egal. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit dem Needle Injector. Whoop. Ist überhaupt nicht creepy oder so. Halt, was man so macht, ne? Unten muss auch noch. Im Endeffekt, was wir machen, ist hier vernähen das Gebiss. Auf sehr brutale Weise. Und dann kann man das zumachen. Und dann wird der Mund auch zugemacht. Nächster Task. Insert Eye Caps. Keep Eyes shut. Müssen wir die nicht erstmal aufmachen? So. Zack, zack. Du. Alright. Nächstes ist Mix Embalming Fluid in Pump. Dafür brauchen wir Glutaraldehyd, Methanol, Humectant und Formaldehyd. Ah, das sind die Dinger hier. I can't hold anything else. Das ist schön. Wie lege ich denn etwas ab? I can't use that here. Ja. I can't use that here. Ich will es auch nicht usen, ich will es ablegen. Kann ich es hier reinschmeißen? I can't use that here. Hm. Okay. Da, drop. Okay. Drop it. Drop it like it's hot. Ist doch bestimmt egal. Hm. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. Hm. Völlig normal, natürlich. Alles ist hier völlig normal. Alles ist genauso, wie es soll. Wenn die Tote aufsteht und rausläuft, ist das auch völlig normal. Was halt so passiert im Leichenschauhaus. Gut. Dann müssen wir das Ding doch bestimmt irgendwie anmachen, oder? Make an incision in the carotid artery and jugular vein with scalpel. Das haben. Artery forceps, yes. Und jetzt. I'm missing something. Ja. Und zwar ein Schlauch oder sowas. Irgendwas fehlt mir. Das hier, Flexback. Brauche ich das? Wahrscheinlich. I'm missing something. Vielleicht auch nicht. Moisturizing Wipe brauchen wir wahrscheinlich nicht. Vielleicht brauchen wir das. Das sieht eher nach Schlauch aus. Gut, dann drop das auch mal wieder. Oh, es bleibt aufrecht stehen. Ob das normal ist, weiß ich auch nicht. Hey, ey. Sieht. Ist das nicht irgendwie hinter ihrem Kopf oder? Keine Ahnung. Vielleicht soll das auch so. Naja, schmeiß das Ding halt an. Da fließt das ganze schöne Blut raus. Mit dem Körper ein bisschen Blut leer. Als nächstes engage pump and let the body drain. Ja, und danach turn off pump, remove tubes and close incision. Das müssen wir uns alles merken. Das wird jetzt unser täglicher Job. Also.
Das raus entfernen, zack, zugenäht. So einfach ist es. Als nächstes, fill an empty IV reservoir bag with cavity fluid. Then insert Troker into the abdominal cavity. Troker haben wir und das war hier dieser IV bag, ne? Ja. Sollen wir den einsetzen? Achso, wir müssen erstmal hier an die Fluid dran. Cavity Fluid. Bitteschön. Wo sollte das Ding dran? Abnormal Cavity, das ist hier. Ab in den Bauch. Wir saugen den Rest aus, so richtig schön mit dem Strohhalm so. Na gut, eigentlich packen wir da eher was rein, glaube ich. Sonst hätten wir ja vorher den Bag nicht gefüllt. Aber es klingt eher so, als würden wir irgendwas raussaugen. Und so können wir das schön eklig gestalten. There we go. Okay. Soll ich hinten kommen? Mix cleaners in bathroom closet to create tank cleaner. Then pour into the embalming pump. Cleaner Base hiermit. Klar. Wir müssen ja unsere Pumpe auch wieder schön sauber machen. Danach kommt Apply Moisturizer to Facial Features. Den haben wir hier. Aber erstmal müssen wir anscheinend warten, bis die Pumpe fertig ist. Sehr schön. Jetzt müssen wir das Gesicht abwaschen. Ach ja. Mister? Wir haben hier ein kleines Problem. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Okay. Lime Moisturizer haben wir. Return body to cold storage. Das hätten wir jetzt auch noch machen können. Ja gut, die Vase nehme ich aber mit. It's fine. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. Das war das, was weird war. Die Sachen umgefallen sind, natürlich. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Good.
Und jetzt ist, wo der richtige Spaß beginnt. Willst du das Handy oder das Telefon nicht wenigstens auf die Station packen? Hier sind deine Schlüssel. Was haben wir noch hier? Temporary Items, ja. Embalm, a History of Preservation and its Role in Coping with Death by Eric Rockwell. Wieder irgendwas auf der Rückseite? Kann ich das drehen? Okay, da steht einiges. Brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht vorlesen. Music Bantered. The nicest people are dead. Ja, weiß ich nicht. NDK. Warum sind da... Achso, das sind Maden. Ich dachte schon, warum sind da Nudeln im Hintergrund? A book covering the process and science of decompensation. This book is about death and decay. A deep look into the process that happen after we die. The pages in this book are not for the faint of heart, but it is honest and blunt truth about what happens to our organic matter after the heart stops. Der Radiotyp ist auch ein bisschen weird. Donut Stuff. Ich will Donut Stuff. Oh Gott. Ja, Tassen sind auch Geister, die können ineinander fusen. Wir haben eine Mikrowelle. Wir haben Chips. Luna Bits. Kind of tastes like leaves with sticks. Our goal is to make the most wholesome cereal, just like Grandma used to make 400 years ago. We harvest the fallen leaves of our oak trees deep in the fall months and dry them by hand to achieve that crunch we all love. What? After removing the sticks, we grind our leaves, then add the sticks back in. This process ensures the same great natural bite enjoyed by humans and horses alike. Ja, jetzt weiß ich, warum das wie Leaves und Sticks schmeckt, weil es literally das ist. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich wissen will, was der ganze andere Mist ist. Wolfios, there's food in here. Is there though? Also eine Frage, wo schläfst du eigentlich? Schläfst du auf der Couch? Das ist nicht sehr gesund. Weil ich sehe hier kein Schlafzimmer. Ich gehe mal davon aus, dass hier ist das Badezimmer, weil sonst wüsste ich nicht, wo sie duschen oder baden geht. Außerdem ist es ein bisschen klein für ein Bett, aber naja. Hier geht's raus. Gut. Ich glaube, sie braucht ein neues Apartment. Aber egal, darum kümmern wir uns später. Erstmal geht's jetzt wieder daran, Leichen herzurichten. Das, wovon wir schon immer geträumt haben. Riverfields Mortuary. Guten Tag, hey. Wer hat hier aufgeräumt? So, head to the back and get started. Guten Tag. Du weißt, wir können auch durch die Tür durchreden, ne? Anrufen. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Oh, damn it. What the fuck? This is insane. Hold up. Okay.
hazing for the new girl or something. Just play old along. Key? And old do key? Your job. Tape recorder. Können wir jetzt einfach gehen? Ich schlag die Scheibe ein! Okay, hier geht irgendwie gar nichts kaputt. Warte mal. That's not it. Okay, es ist wahrscheinlich der Old Key. Wofür auch immer der Old Key ist. I'm fucking quitting tomorrow. Who does something like this? All right, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn. Hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. Sorry, this had to happen. This okay. Is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body and get started. Dafür ist wahrscheinlich der Old Key, richtig? Tada! Screw all of whatever this is. I'm getting back to work. Hier, wir haben hier drei Kassetten. At every moment, the demon okay. Is funneling its energy. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Oder man macht einfach alles möglichst schnell. The Book of Typhon. Conversions. Six Typhon walked among his disciples and he spoke. He who does not truly let the Lord into his heart shall be judged by his sin and destined to serve those who truly believe, for all are assigned to the halls of hell. 7. Abandon God as he has abandoned you. Bring Lucifer into your hearts and revel in his glorious sin, for all are damned. There is no hope of God. All are marked for the houses of hell, as all are hopelessly lost. You have been left behind. 8. And as he passed, Unuran looked upon Typhon with disgust and said, I will not turn my eye from God. Satan has no dominion over the Lord's creation. 9. Typhon looked unto Unuran and said, pray as you wish. Fall to your knees at this moment and call to God. Perhaps today he will step down from the heavens and all doubt shall vanish. 10. Pray to nothing and behold the truth. I will take from your God's creation the ashes of man, for it burns eternal in sinful fire. 11. Typhon held the charred remains of Deroth and walked among his disciples, spreading his ash upon their flesh, setting the reeds in his hands ablaze. He said unto Onuran, see now that all are marked in the glory of Satan. Onuran 12. Onuran beheld a flash of light upon the skin of each disciple as Typhon passed, and from it he saw a mark burnt deep into their flesh. One of the three, the houses of the hell, for we all are destined to serve his higher purpose.
13, and Typhon extended the ashes of Deerot to the hands of Onuren and said, "Bear the forgotten flesh upon your own, ignite its sin, and accept the true god." Okay. The Night Shift Database, a computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. Whatever. Just if you ever forget what to do, and get replay started. These tapes, or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Okay. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the Night Shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to achieve the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Okay. Ja. Also, als ich mich für diesen Job beworben habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich mit Dämonen zu tun habe, aber okay. Rebecca, Raymond asked me to take over restocking the rest of the supplies in the embalming room, but he's secretive. I feel like I get different instructions every day. Sorry if it's not what you're used to, Zoe. P.S. Could you ask him to stop calling me Zoe? One calls me that. Willst du die nicht mitnehmen? Kommen wir wieder raus. Raymond, I really need a key to the hatch outside. Cleaner is low and you mentioned having some down there before. I know you don't trust anyone to go down there, but having a copy of the key would make things a lot easier for everyone. Zoe. Okay, wollen wir mal den ersten Körper. Der alte Opa steckt auch nicht mehr hier draußen. Das ist sehr schön. Egal welchen. Wahrscheinlich. Wir brauchen allerdings diese Trage. Ansonsten kommen wir nicht weit. Okay. Lock me in here. Scare the shit out of me. Jo, Körper rausziehen. Komm hier drauf. Nimm's wieder, bitte. Zack. Und durchfahren. Guten Tag, Sir. Wie geht's Ihnen so? Wahrscheinlich nicht so gut, da Sie tot sind. Aber das macht nichts. Das, naja, ändern wir nicht, aber wir können Sie schön herrichten. Alright, let's check you out.
Haben wir das Clipboard? Nein, das liegt hier. Okay. At least I can keep track of things. So, hier haben wir was am Fuß. Das Licht ist aus. Sir, Sie sollen liegen bleiben, ja? Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Nope, okay. Okay, how long I went to school? New career path. Fuck this. Fine. Nein, raus, bitte. No. Maybe everything's fine. It's fine. What? Is it though? No, I'm just saying things. I need to get back to work. It's fine. Mm-hmm. Wie kann ich da drauf malen? Okay. Ja, dann untersuchen wir ihn halt weiter. Ist ja alles normal. Völlig normal. Sie kann sich auch nicht wirklich entscheiden. Will sie nun arbeiten, will sie nicht arbeiten? Gut. Der Arm hier noch. Ist hier noch was auf der Hand? Ja, hier ist eine Maul. Fertig. Record System. Patient Name. Rufus Farm. Age 35. Der war jung. Am Kopf ist nix. Am linken Leg haben wir das hier. Am rechten Leg haben wir das hier. Auf der rechten Schulter haben wir das. Auf der linken Schulter habe ich doch gar nichts gesehen, oder? Naja, egal. Wenn das Spiel meint, dann ist da eben was. Gut. Submit. Komm schon, mach mal schneller hier. Weißt du, file the copy up front. Da bekämpfen sie schon Dämonen. Time to embalm. Aber können sich keinen vernünftigen Drucker leisten. Naja, gut. So, was ist der erste Schritt? Die Zähne zusammenzuhauen. Kennt man ja nicht anders. Zack, zack, zack. Na komm schon. Und den Mund zumachen. There we go. Er hat ganz schön große Zähne, der Typ. Als nächstes kommen die Eye Caps. Zack. Habe ich ja mir alles schon geholt. Jetzt. Und glaube ich diese Mixture, oder? Ja. Itching Agent. Brauche ich, glaube ich, nicht. Formaldehyd war auf jeden Fall ein Bestandteil. Das war auch ein Bestandteil. Das nicht. Wo sind denn die ganzen Chemikalien? Warum sind die hier alle so durcheinander? Das war ein Bestandteil. Und was war das letzte? Daran kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Methanol. Woher kriege ich Methanol? Brauchen wir Methanol? Das hier Methanol? Das sieht nach Methanol aus. Das ist sehr schön. Ab geht's da rein und alles schön durchmixen. Und jetzt brauchen wir so einen komischen Schlauch. Keine Ahnung, wo hier irgendwas ist. Ah, hier sind die Schläuche. Perfekt. Bitte? Hello?
Ah, Reagent sollte auch rein. Das wurde mir ja am Anfang nicht gesagt. Das... Ja, das ist schlecht. Deswegen wusste ich das natürlich auch nicht, dass ich das ja noch dazu bitten muss. Aber gut, packen wir es halt da rein. Holen unser Tubing wieder. Und jetzt können wir den Schnitt machen. Die Artery Forceps und das PVC Tubing da rein. Zack. Wir sind ein Profi. Und mach die. Nicht? Fehlt noch irgendwas? Engage Pump und Drain Body. Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Hello? Okay. Goodbye, I guess. Aua. Oh, das ist ein sehr böses Zeichen. Das. Ja. Wahrscheinlich haben wir unseren Body gefunden. Die Türen auflassen, ja. Jetzt funktioniert auch die Pumpe. Okay. Und uns hier schon mal hier einloggen. 790 740. 740 790. Andersrum halt. Okay, die Pumpe ist fertig. Das Geräusch macht mich auch nervös. Gut. Alles entfernen. Zu. Man sieht fast keinen Cut. Das ist der nächste Schritt. Ein Reservoir-Bag zu füllen. Wo auch immer die Dinger sind. Hier, ne? Ja. Zack. Und dann ab in den Bauch. Mhm. Ist alles völlig normal hier. Ich muss aber sagen, dein Bauchnabel sieht nicht normal aus. Alles andere ist bisher hier sehr normal, aber dein Bauchnabel, den solltest du mal untersuchen lassen. So, jetzt kommt der Cleaner, ne? Ja. Der war hier drüben. Und den mixen wir damit. Hallo? Da hat doch jemand an die Scheibe geklopft. Okay. Das hier die Moisten? Ne, das sind nicht die Moisturized-Tücher. Wollen wir die Moisturized-Tücher? Brauche ich gleich. Holy shit, geht diese Schranktür schnell auf. Brauche die Tücher. Wo haben wir die? Ja. Ah, hier. Mitten in der Blickrichtung. Da weiß ich es ja nicht. So, wir machen dein Gesicht sauber. Jetzt guck mich nicht an dabei. Alright. Und jetzt können wir ihn zurückbringen. Ich möchte seinen Kopf nicht untersuchen. Danke, davon habe ich schon genug gesehen.
rein mit dir. Komplett rein, bitte diesmal. Tür zu. Was haben wir hier denn für eine Rune? Irgend so ein komisches Asengan-Ding, wie es aussieht. Oder wie das Ding da von der Rupo heißt. Ich habe nicht so viel davon geguckt. Beurteilt mich nicht. Hier haben wir eine etwas ältere Dame. Aber der erste Kandidat, schon allein, weil die Rune da drauf eingebrannt ist, ist schon sehr vielversprechend bezüglich der dämonischen Besessung, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hallo? Meine Sicht wird schon wieder so schwummerig. Das ist nicht gut. Wie geht's mir so? Kann jetzt nichts sonderlich daran erkennen, außer Geskribbel. Aber gut, untersuchen. Haben Sie irgendwelche Merkmale? Ja, hier. Mitten auf dem Kopf ist auch was. Hier nicht. Ich sehe zumindest nichts. Da am Rücken sind zwei Sachen. Ja, in der Hand ist was. Und das scheint es gewesen zu sein. Denn sie weiß schon immer, wann sie komplett fertig ist damit. Gut. Record. Entry 2. Name. Glady Douglas. Douglas. Wie auch immer. 84. Kopf ist was. An der rechten Schulter sind zwei Sachen. Eigentlich nicht, aber egal. An den Beinen ist nichts. Und am linken Arm ist das. Am rechten Arm ist das. Submit. Ach nee. Zack, da rein. Jetzt müssen wir als nächstes wieder mixen. Nee, stimmt gar nicht. Wir müssen... Brauche ich jetzt wieder alles mit Skalpell und so? Muss ich die vom letzten Mal noch haben? Oder nimmt man da jedes Mal neue? Ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach jedes Mal neue. So, dann wird jetzt wieder das schöne Gesicht ein bisschen zurechtgemacht. Oh, Frau, die hätten aber auch mal zum Zahnarzt gemusst, ganz ehrlich. Das sieht nicht gesund aus. Ich glaube, sie haben irgendwie nur halb so viele Zähne, wie man haben sollte. Das, ich würde ja sagen, das sollten sie mal untersuchen lassen, aber ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Sieht ja aus wie ein Ork oder sowas, ey. Ich weiß, sie ist alt, aber das heißt ja nicht, dass man schlechte Zähne haben muss. Ich meine, sie sind weiß, aber... Vergiss irgendwie mal die Reihenfolge. Achso, Eyelids. Nein, ich bin nicht da. Alright. Sind hier wieder irgendwas? Mal kurz ein bisschen durch die Gegend laufen. Nee. Er gibt seinen Namen noch nicht so weiter preis. Gut. Jetzt können wir aber mixen, oder? Jetzt wird gemixt hier. Denn davon... Das Bleaching Agent brauchen wir nicht. Bisschen davon. Bisschen davon. Bisschen Methanol. Und ein bisschen was von diesem Dämonen austreibenden. Was auch immer es ist. Zack. Ich brauche ein Tubing. Dann schneiden wir hier mal die Gele auf. Packen ein bisschen was davon rein, ein bisschen was davon rein. Und schmeißen sie wieder. Und in der Zwischenzeit verziehe ich mich hier in die Ecke.
Alles weg. Zumachen. Als nächstes brauchen wir... Wo ist es? Das hier. Das kommt da rein. Und dann pumpen wir den Magen wieder voll. Alles normal und überhaupt nicht unnerving oder so. Unsere Schicht ist auch schon fast oben. Nein. Bin ich da. Hab zu tun. There we go. Nein. Telefon kann man nicht trusten. Nix, cleaner in Bathroom, ich ignoriere das Telefon jetzt. Alles gut. Ich gehe ja schon dran. Hallo? I need to report a missing person. She has a drug problem. Ah, das ist also die Erklärung. Becca? Becca? Ja. Becca. Rebecca. Oh my God. Oh my God, no. Oh, baby, no. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Fuck. Okay, baby, don't worry. It's okay. It's okay. Ja, hier erfahren wir jetzt ein bisschen was von der Hintergrundgeschichte von ihr. So wie sich das Dämonen halt gerne zunutze machen. Und ich glaube, deswegen ist sie auch ein bisschen anfällig dafür gewesen. Okay. Okay, weiter an die Arbeit. Aua. Ah, auf die Stirn. Ja, natürlich. Holy Jesus und so weiter. Mutter Maria. Keine Ahnung. Cleaner Base, zack. Aber hey, das Telefon hat auch gehört. Moisturizer. Wir können uns auch schon mal so einen neuen Zettel hier holen. Oh, wir machen dein Gesicht schön sauber. Du. Alright. Alright. Als wäre bisher nichts passiert. Ist alles völlig normal. She has high spirits. Den habe ich noch nicht rausgezogen. Der kann auch nicht warten, bis er dran ist. Geh bitte ganz rein, sonst haben wir gleich wieder was in der Wand stecken. Aber gut, nimmst mir halt die Arbeit ab. Kannst direkt mitkommen. Wobei das auch schon ein Anzeichen eines Kandidaten ist. Wenn der sich schon selbstständig macht. Bitteschön. Am Bein scheinen sie auch nichts zu haben. Aber hier am Arm, was ist das denn? Und an der Stirn auch. Am Rücken nichts.
Hier auch nichts. Sie scheinen erstaunlich wenig zu haben. Aber irgendwo muss noch irgendwas sein. Weil Rebecca glaubt noch nicht, dass sie fertig ist. Aha, hier. There we go. Entry 3. Name Augustus Donovan. Age 37. Der ist aber jung. Sieht aber alt aus dafür. Hätte dich jetzt älter geschätzt. Linker Shoulder. Linker Arm. Und das war's anscheinend schon. Tada! Rebecca, hast du schon wieder Drogen genommen? Diese Vision, die sagt mir, ist nicht nüchtern. Brauch immer noch die letzte Rune. Ja, wir brauchen wieder hier die ganzen Sachen. Eye Caps. Das. Skalpell. Komischen Injektor. Needle. Whatever. Nehmen einfach alles mit. Und dann fangen wir mal an. Guck mal, der hat schöne Zähne. Er hat sich gut um seine Zähne gekümmert. Sind auch nicht zu groß oder so. Und vor allen Dingen sind auch noch alle da. There we go. Der lächelt auch freundlich. Mach Platz. Ich glaube, wir haben einen neuen Kandidaten für unseren dämonenbesessenen Körper. I have come. Eieieiei. Hello? Okay. Mir fällt auch gerade mal auf, warum ist eigentlich Screen Resolution so komisch? Gut, dass mir das jetzt erst auffällt, aber egal. Mit müssen wir jetzt halt leben. Wahrscheinlich gerade bei den, ganz am Anfang, bei den Controller-Einstellungen auszusehen geändert. Und schon ein paar Schatten gestalten. Ich nehme ihn halt mit. He's dead. Okay, und was soll ich jetzt hier machen? Ein Stein. You killed him. You threw away his love with his selfish sin. In his final moments, he could really regret you. Okay, dann hau ihn halt kaputt. Be more comforting. Just let me in, Rebecca. It won't be over. Nett. Ist die letzte Rune gelandet. Ich sehe sie nicht. Oh, scribbeln wir mal ein bisschen. Ah, es ist eine Tür. Ist, ach, da unten. Okay. Eine komische 3. Dann haben wir hier dieses komische 4 mit dem Strich oder ein kleines H, je nachdem.
Das Problem ist, das ist jetzt ein gescriptetes Event gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass das wirklich der Typ ist. Oder seine Augenlider noch nicht reingepackt. Der besessen ist. Alright. Oder ob es einfach nur gescriptet ist, weil der andere Typ war schon auch sehr verdächtig. Aber das war natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ich greife immer nach dem Bleach-Ding. Das kommt da doch gar nicht rein. Alles andere kommt da rein. Bisschen hiervon, bisschen davon. Wie so ein Cocktailmixer. Nur für die Toten. Tubing. Tubing, Tubing. Zack. Aufschneiden. I'm missing something. Ja, ja, die Forceps hier. Tubing da rein. Warum ist die Tür hier schon wieder zu? Das gefällt mir nicht. Vielleicht sollte ich sie auch eher auflassen. Ich habe keine Ahnung. Vergesse mal, dass ich das Ding auch ausstellen muss. Was natürlich auch Sinn ergibt. So, jetzt kommt die Bauchinsertion. Der hat natürlich ein bisschen mehr davon. Ich weiß nicht, ob es deswegen dann schneller oder nicht so schnell geht. Ich weiß ehrlich auch gerade gar nicht, wofür das alles gut ist. So sehr kenne ich mich dann mit der Leichenvorbereitung nicht aus. Aber ja. There we go. There we go. Cleaner, oder? Hi. Okay. Ja, cleaner. Lena kommt hier rein. Dann das schön clean und danach müssen wir noch moisturizen. Und danach müssen wir rausfinden, wer der vom Dämon besessene Typ ist. Gibst du uns noch irgendeinen Hinweis? Alright. Geh da wieder rein. Okay. Komplett rein, bitte. Ich möchte niemanden hier stuck haben. Bodido. Dann schauen wir doch mal. Sigils of Demonic Names. Immolation. Das hier sieht ganz gut aus. Direkt das erste. Es ist anscheinend Balmet. Das sind nämlich genau die vier, die wir haben. Das Ding oben, das rechts, das unten und das links. Gut. Das Ding hier oben. Das Ding mal links. Komische 3 war unten, das Rasengan war rechts. Oder wie es auch immer heißt. Und was machen wir jetzt damit?
Hey, Mark. Jeff, mein Name ist Jeff. Jetzt müssen wir uns noch eine Leiche aussuchen. Ja. Der hier hat eine Sigil drauf. Aber der Typ hat am meisten reagiert. Also ich würde mal sagen, du bist es. Na ja, komm schon. Knapp ihn dir. Ist ja noch nicht ganz draußen. Jetzt vielleicht. Raus. Ein. Raus. Ein. Nein! Ich glaube, der Dämon will irgendwie nicht verbrannt werden. Ich kann ihn gar nicht nehmen. Was soll das? Warum ist die Tür zu? Aha. So. Dann. Jetzt hier das mal. Okay, das war schon sehr dämonisch. Ich habe nur nicht ganz verstanden, was er gesagt hat. Aber es ist auch eigentlich egal. Weil Dämonen lügen sowieso. Also rein mit dir. Darf ich bitte raus? Notausgang, hallo? Nein. Ja, das würde ich sagen, der ist vom Dämon besessen, ja. Das ist für mich ein klares Anzeichen. Okay, gut. Ciao. Ja. There you are. Good. Is it over? It's never over. But you survived. What do you mean? Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again, no matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's not a life I would want for anyone, but choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. Oh, hier sind ein paar Leute missing gegangen.
Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Hey, ending 1 out of 5. Shifts completed, 1. Demons banished, 1. Bodies embalmed, 3. Bodies burned, 1. Ja gut. Das war die erste Episode von Mortuary Assisted. Ich weiß nicht genau, ob wir alle Endings bekommen. Es wäre ja praktisch, weil 5 Folgen, 5 Endings. Da sind dann aber natürlich auch schlechte Endings mit bei. Aber keine Ahnung, das werden wir dann in den nächsten Folgen erfahren. Aber hier bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen grausigen Abend, eine Spooky Night oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einen schaurigen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Mortuary Assistant. Bye bye.